Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Weiß-Edition und wir sind beim letzten Mal stehen geblieben beim Special Part und jetzt gehen wir da rein. Oh, ich bin so gespannt. Eine Wüste. Wir gehen mal die Wüste entlang. Oh, da ist der... Ach, halt, nur Befugte dürfen diesen Tor passieren. Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Triorden. Oh, Triorden. Wow, danke schön. Jetzt gehen wir mal weiter. Der andere sagt bestimmt auch dasselbe. Oh, guck mal, wie schön. Ein Garten. Ach, wie süß. Oh, ich bin ein bisschen. Ich habe offscreen ein bisschen Mauli trainiert und habe dafür ein Pokémon gefangen, neues. Aber das habe ich nicht in meinem Team gemacht, weil ich nicht haben möchte. Halt, ja, der Schlüssel ist der Orden von. Ja, der Tosse halt. Wo ich keine Aktien geraten konnte. Ja, es geht weiter. Gehen wir mal einfach durch das Gras. Lalalala, Japanese. Oh, das ist doch der Flug. Nee, das war der Einorden von der einen Arena. Ich hab's vergessen. Ah, der Käfer. Ja, der Käfer-Typi. Ja, der mochte mich doch so sehr. Ich gehe epic darüber. Der Donnerorden. Oh mein Gott, von Camilla. Ja, sieht man da schön. Das finde ich cool bei dem neuen Pokémon-Spiel. Und im alten war es ganz anders. Oh, was sagt der denn uns? Ein Tor ist eine Verbindung zwischen zwei Räumen. Dahinter verbirgt sich eine ganz andere Welt. Durchschreitet man ein solches Tor, fühlt es sich so an, als würde man in ein anderes Universum hinein übergleiten. Ja, du bist ein Ast-Trainer. Ach, das ist doch der eine Typ gewesen. Ich hab's vergessen, meine Fresse, Leute. Wir sind gleich in der Siegesstraße. Ich hab falsch gesagt, das sind diese Tore von... Ach so, das ist der Bodentyp-Trainer und es leckt mein... Oh, der Flugorden. Yay, Flugorden. Ich will jetzt nicht lesen, was er da sagt. Die alle stehen dasselbe. Boah, Leute, können ja auch mal was Neues sagen. Oh, guck mal, wir können jetzt schweben. Ui, das sieht man ja. Ui, ui. Oh, der Eiszapfenorden. Yay. Oh mein Gott, das ist so spannend. Wir sind gleich da, aber wir müssen erst dann durch Höhlen und so weiter gehen. Ach nee, komm schon. Oder der Drachenorden von der kleinen Lilia, wo ich gestern bekommen habe. Oh, Lilia, ich vermisse dich. Yay, wir haben es geschafft. Oder auch nicht. Bla 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 bla. Oh mein Gott, das wird spannend. Gleich kommt die Siegestraße. Und wir sind auf der Siegestraße. Was machen wir jetzt hier? Durch die Wände laufen. Okay, gehen wir rein. Und ich setze erstmal meinen Top-Schutz ein. Das wäre mal sicherer. Top-Schutz. 19 Stück haben wir noch. Oh, je, je. Gehen wir jetzt. Okay, können wir da hoch irgendwo? Nur mal glotzen. Ich habe offscreen mal geguckt nach Kaskade. Aber das hole ich mir dann später. Yay, wir haben einen Top-Beleber gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, yay. Und dann, wenn ich die Pokémon-Liga alles gepackt habe, wird dann ein Special-Part folgen, halt. Und du bist ein Ast-Trainer und geht nicht kämpfen mir jetzt. Ah, ich bin ein Ast-Trainer-Rap. Wie geht's dir denn eigentlich? Gut, ich stehe die ganze Zeit in der Höhle und warte nur auf dich. Ich wurde dafür programmiert, gegen dich zu kämpfen. Oh mein Gott, oh cool. Cooles Pokémon hast du da. Mauli, los! Mauli Stahl, Boden-Pokémon, werf dich in den Boden ran, bedummt dich. Ach, sieht das süß aus und was entwickelt sich das eigentlich? Keine Ahnung. Muss ich mal Pokémon-Dings gucken. Baumwollsaat, ich hasse dich dafür. Komm, setz stärker an und es ist tot. Wow, wow. Oh, das hat wehgetan, blöd Tüsse. Stärke los! Ja, gestern Special Part, ein bisschen länger waren die Parts, aber dann halt, ja. Ich konnte das Second Breath nicht machen, weil... Wir hatten ein Problem gehabt gestern, deshalb kein Second Breath. Let's Show halt. Ja, es tut mir leid, ich wollte mal mein allererstes Let's Show machen, aber das ging nicht. Das war so doof. Mauli, du Schatz! Wenn du jetzt noch einmal zurückschreckst, bist du doof. Ja, endlich! Mauli, du bist cool. Soll ich bis zur Pokémon-Liga spielen oder? Keine Ahnung. Sandsturm, das erlernst du nicht. Ah, ich hab verloren, du Bitch.
Du hast verloren, ich. Du blöde Kuh, leck mich hier noch, Bitch. Oh, ich hasse es langsam mit meinem Laptop. Ich muss mir irgendwann mal einen PC kaufen. Ach, Gang, komm jetzt an erster Stelle, Item. Erst wenn ich vor der Pokémon-Liga stehe, dann benenne ich meine ganzen Pokémon um. Und dann trainiere ich. Erst umbenennen und dann trainieren. Aber was ist denn hier los? Wieso leckt das wie blöd? Ich verstehe es echt nicht. Ich habe doch Open Gel aus. Oh, jetzt geht's weiter hier. Warum steht da? Dieser Abhang kann man runterrutschen. Schau gut zu, ich zeige dir, wie es geht. Hui. Jetzt bist du an der Reihe. Ohne Mensch, das ist mir viel zu gefährlich. Da muss ich leider passen. Hast du gehört, er will's nicht. Hui. Geile Sache. Ja, dort drüben gibt's bestimmt ein Item. Nein, schade, kein Item. Aber da oben ist ein Item, aber das hole ich mir. Nicht, oder doch, mal sehen. Ich weiß es jetzt nicht so genau, aber... Da oben ist aber ein Item, das hole ich mir. Oh mein Gott, Leute, wir sind nämlich schon in der Siegelstraße. Und dort oben, und wenn wir oben sind, dann ist die Pokémon-Liga schon da. Ein Sonderbonbon. Wie geil ist das denn? Dann muss ich alle meine Pokémon mal trainieren. Ich muss mal wissen, welche Level alle sind. Ja, alle sind auf Level 48 jetzt und halt, ich will wissen, welche... Oh, ich könnte ja... Oh, ich hasse... Lol. Nee, ein Hyperball! Ich habe Itemradar angemacht. Mal sehen, was es hier gibt. Oh, nee, keine Lust. Gehen wir mal weiter. Alter, das ist so spannend. Doch, du schon. Du bist auch programmiert, um mich gegen mich zu kämpfen. Ja, das bin ich. Deswegen kämpfe ich jetzt auch gegen dich. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, ne? Ich freue mich einfach. Morgen. Ja, ich werde morgen mit meinem Schatz die Hochzeit machen in SL. Wir werden Hochzeit. Wir werden heiraten. Morgen schon. Morgen! Freu. Yay, Party. Und ich frage mich, wieso ist so leckt? Ich habe doch kein Nebenprogramm an. Verstehe, wer will. Ich mache jetzt noch ein paar Pokémon, ein paar. Case Story und dann mal sehen. Warum leckt das wie blöd? Hallo, ich hab doch oben Gel aus. Ich werde mal, wenn der Part jetzt zu Ende ist, dann mal gucken, was los ist. Nein, nicht Teilzahlung. Bitte überlebt das. Oh gut. Ich werde dann offscreen mal gucken, warum das so leckt. Terry Borg. Wegen Terry Bark hat's geleckt, oder was? Das ist ein Karapatatra. Karapatatra. Achso, du. Das ist diese Weiterentwicklung von diesem einen komischen Ding, wo ich nicht haben wollte, wo ich gesagt habe, es sieht aus wie Jesse und es ist hier schon die dritte Entwicklung, oder? Die Entwicklung halt. Oh, geliebt! So soll das sein? Du bist eh gleich tot. Achso, er will gleich als erstes angreifen, siehst du? Oh! Alter! Hast du Probleme? Da hätte ich lieber Bullet einsetzen sollen, aber nee. Oh, fast. Mist. Okay, du wurdest programmiert, um mich zu besiegen. War es ja eh nicht geschafft. Naja, ich will es mal kurz Hypertrank geben. Ich frag mich, wieso es so leckt. Hier kann man gut trainieren, wie es aussieht. Dann habe ich eine gute Chance. Und Schutz wird nicht mehr meine Fresse. Falsch. Ja, ich habe mir ein paar Offscreen in meine Tasche angeglotzt. Weil da waren ein paar nützliche Themen für ein paar Pokémon. Eins, zwei oder drei. Und dann gehen wir erstmal mal in die Mitte. Ich will erstmal wissen, was in der Mitte ist, wenn es hier schon weitergeht oder so. Hier geht's wohl auch weiter. Oh, Reichelei. Ja, gehen wir erstmal bei der anderen Höhle rein. Wenn es hier schon weitergeht. Oder? Ne, hier geht's auch. Komm, Kampftrainer, kämpfen wir gegeneinander. Ich will wissen, wie stark du bist. Ja, komm, Butt. Okay, das war ein blöder Witz, aber trotzdem. Komm, du Kampftrainer. Ah, du hast drei Pokémon, oh mein Gott. Oh, da wisst ihr was, ich kämpfe bis zur Pokémon-Liga durch mich und dann... Na, Schluss! Dass ihr hier nicht zwei Parts sehen müsst, wie ich durch die Siegestraße gehe.
Drachenklaue, obwohl das nicht helfen wird. Oh, fast. Grimasse! Oh, scheiße, meine Augen. Meine Augen! Und was? Au, 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 nein, nicht sterben. Oh. Oh. Gang, du bist cool! Ich hab wirklich. Little Fool, da kann man ja ein anderes Pokémon einsetzen. Ich setze mein Lichtlein ein! Lichtlein, komm! Und zeige deine wahre Pracht. In diesem Kampf. Okay, das war ein blöder Witz. Oh, nee, das war kein Witz. Oh mein Gott, du Lil Fu, du verfolgst mich überall hin, wo ich hingehe. Ihr Licht! Erstmal ehrlich, dass es schön verbrannt wird. Yay! Okay, gut. Kehrtwende, nein! Oh nein, es wird ein. Oh nee, es wird zurück in Pokéball, wie es aussieht. Ja, Kehrtwende ist diese Attacke. Nein, kommt von Platin, Diamond und Pearl. Ach, komm schon, nicht das Pokémon. Los, Inferno! Oh, ey, ich will doch nur... Komm schon nochmal, Inferno! Ich hasse dich. Oh, wieso? Oh, weißt du was, du kannst mich mal am Arsch lecken. Los, Imbull! Muss auch mal ein neuer Name haben. Auf zu protzen, du Protztyp. Ich putze gerne herum, lass mich doch. Wer hat das gesagt? Lehmbrühe! Blödes Lichtlein, ich verstehe es echt nicht. Ich glaube, ich bräuchte Spukball. Bessere Unactive. Ich hab das Wort. Effektiv, ja, so herum. Oh Mann, müssen meine Pokémon jetzt hier sterben? Oh Leute, das ist doch nicht fair. Bull, entkomm. Mach Schluss. Ich hätte lieber Dings einsetzen sollen. Lichtlein, Gelicht. Dingens. Oh! Oh, das ist nicht effektiv. Fuck, wieso habe ich das eingesetzt? Ich brauche einen Heiler. Au, au, au. Au! Flammenwurf! Ich verstehe es echt nicht. Du bist tot und gegen die reiche Frau. Kein Plan, ob ich jetzt gegen sie kämpfen soll. Ich möchte dringend ein Arzt. Arzt, wo bist du? Lichtlein. Du setzt einfach Gegenstoß gegen das einen. Fertig, aus Ende. Gegenstoß! Und Bürde kann man ja auch aktivieren, Leute. Du kannst nicht mehr in den Pokéball zurück, du Spast. Dass man würde, vielleicht klippt das. Klippt das, ja, wir klippen jetzt mal die Klippe darunter. Ja, oh. Wieso habe ich das nicht schon am Anfang angesetzt? Oh, ich bin so ein Idiot. Mann, Leute, schon ein neuer Part und das ist. Ich verliere. Fast meine ganzen Pokémon. Ich brauche da bist du doch. Komm her, ich will gegen dich kämpfen, dann heilst du meine Pokémon. Yay, freu. Ja, ein Arzt gibt's hier auch. Das ist doch mal cool in neuen Spielen. Ein Arzt! Vielleicht in der Serie gibt es dann auch einen Arzt. Mal sehen. Oh nein, ich muss ja Gang wechseln. Ich hab's vergessen. Psycho. Psycho gegen Drache. Oh, was hilft? Ob das hilft, das weiß ich nicht. Warten wir, bis das Licht angeht. Und es. Wow! Geile Sache. Gut, dass ich Gang habe. Mit so viel. Bleiben wir mal bei Gang noch. Machst du? Einmal dran klauen, du bist tot! Ich dachte, du wärst schneller, aber egal! Du bist jetzt tot, oder? Nein, bitte doch, nein, doch, nein! Laubklänge! Und totes Gang. Gang, es tut mir leid! Gang, es tut mir echt leid! Es tut mir leid! Gang, verzeih mir! Mein Gang ist tot. Oh, ich habe ja noch Kabel. Kabel los! Ich tue es euch nicht an. Ich würde in diesem Part noch bis nach oben gehen und dann sind wir in der Pokémon-Liga. Aber das werdet ihr dann im nächsten Part sehen, wenn ich meine Pokémon ganz trainiert habe und so weiter. Lampe leuchte! Ich will auch gegen dich gewinnen, dass ich meine Pokémon heilen kann, du blöder Arzt. Nein, ich werde gewinnen. Oh nein, verdammt. Ja, danke, dass du jetzt meine Pokémon heilst. Danke. Dankeschön. Du bist ein lieber Arzt.
Ich will mal sichern halt. Und ich muss noch Gang wechseln. Na, hab ich vergessen. Das werde ich jetzt alles noch in dem Part hier machen, bis zur Pokémon-Liga. Hoch und an! Weil meine Pokémon trainiert bis zu einem bestimmten Level, was ich mir noch ausdenken muss. Verdammt, dann. Item geben. Tolle Musik, muss man mal sagen. Okay, drei Pokémon sind noch auf Level 48. Ja, ihr seht's. Ja, Itemroller, wo bist du? Du hast doch hier ein Item gesichtet. Aha, aha, aha. Check it out. Achso, auf deinen Stein hier. Belieber! Ja, das weiß ich jetzt langweilig, dass ich jetzt Heat suche, aber... Mann, was man machen muss, muss man halt machen. Und jetzt bewegt den Stein. Okay, jetzt gehen wir hier hoch. Oh, fast wäre ich auf Mauli. Bist du kein Trainer? Komm her, ich will noch gegen dich kämpfen! Oh, jetzt muss man sich für eine Tür entscheiden. 1, 2 oder 3. Oder 3, ja. In einem ist der Zonk und, und die anderen zwei sind Preise. Bitte, bitte. Voll die alte Serie von früher! Ach du Scheibenkleister, kann dabei mein Pokémon... Das ist doch Stahl! Wasser kann da auch was effektiv sein. Und wieso lenkst du? Oh, ich habe Lupfstoll eingesetzt. Das war Fail von mir. Fail, Fail, Fail. Ganz großer Fail. Machst du was? Nein, gut, okay. Ich würde halt gegen die Trainer dann hier in der Höhle dann die, wo ich nicht besiegt habe, offscreen besiegen für Training halt. Ja, ja, dann. Dann geht's ab in die Pokémon-Liga, wenn meine Pokémon trainiert sind und so weiter. Vielleicht morgen, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Flamm. Livia. Das hat ja irgendwie ein Flamm-Pokémon. So, du! Einmal Stefan, du bist weg! Verhöhner, nein! Auf Verhöhner einzusetzen, ich hasse dich! Surfer los! Blah. Und weg ist es! Und weg ist es! Yeah! Irgendwie komisch, mehr Erfahrungspunkte bei den Trainern und weniger Erfahrungspunkte Wiederwall. Bei den normalen Attacken. Mal gucken. Angriff mit wiederhaltenden Stimme, wenn in jeder Runde ein Teilnehmer wiederholt die Attacke einsetzt, steigt die Stärke. Ach nee, vergiss es. Bleib bei Wasser-Pokémon. Eine Attacke vergessen? Nein, bekannte Attacken beibehalten. Ja, wieder war nicht erlernen. Dankeschön. Banana war's. Das ist doch. Ich habe jetzt keinen Plan. Na, setz mein Bullet ein! Bullet los! Ich hoffe, mein kleines Lichtlein erlernt Spukball. Irgendwann. Oh, du bist Banana. Was total vergessen. Brandstempel! Bam. Ich hoffe, nein! Scheiße, ich muss Kabel einsetzen. So kann man das nicht machen. So kann man das Pokémon nicht kämpfen. Nein, wieso vergiftet? Das ist gemein! Los, tausch mit Kabel! Los, Kabel! Du packst es! Du packst das Kabel und ich will es zur Pokémon-Liga jetzt noch schaffen. Und dann mache ich Schluss! Kabel, du schaffst es! Ich hasse dich. Ich hoffe, du bist jetzt auch nicht vergiftet, oder doch? Ich weiß es jetzt nicht. Ladestrahl, wenn es klappt. Nein, es hat keine Wirkung. Nein. Oh, Leute, das ist doch gemein, was die Entwickler da gemacht haben. Aber egal, du bist wie ein Morlord. Ja, jetzt weiß ich den Namen von dem Pokémon, wo auch so fast ist wie Branawarz. Morlord. Morlord und Branawarz sind zusammen mit verwandt. Yay! Morlord hat Verwandte. Aber du bist tot, Branawarz. Dein Ende war nah. Jetzt muss ich wieder zum Heiler gehen. Oh, du bist so gemein gewesen zu meinem Pokémon. Der Heiler ist hier unten. Ich gehe nicht da durch, oder? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Komm her und gib mir meine Pokémon heilen. Meine Fresse, ich werde offscreen dann alle Items, die ich nicht habe, holen und... Und so weiter. Ich wollte doch Itemradar einsetzen. Itemradar, hallo. Dankeschön. Ja, Leute, meine Fresse. So, ich will hier hoch. Ich gehe einfach weiter nach oben. Okay, gehen wir mal zur ersten Tür. Oh, ein Item. Oh, da habe ich mich wohl richtig entschieden. Ein Hyperheiler. Und nach oben sieht man das schon. Oh je, ich bin so gespannt. Oh.
Ja, Beutel. Topschutz. Ja, ich werde offscreen halt alle Trainer hier besiegen, die ich nicht besiegt habe und so weiter. Ja, Itemradar, gut. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht aktiviert. Und wie kommt man da jetzt hoch? Oh lol, wir müssen irgendwo hin. Mann. Das ist eine Rätselstraße oder was? Bedimmt dich. Ja, die Rätselstraße anstatt Siegesstraße, Rätselstraße. Yay, jetzt gehen wir mal hier entlang. Gehen wir jetzt hier raus. Das ist doch nicht die Wahrheit hier. Oh Mann, da wäre ich jetzt bei der reichen Lady reingegangen. Oh Leute. Aber das haben die super gut gemacht, muss man mal sagen. Da war wohl bei der reichen Lady das richtige Gang. Meine Fresse, der Gang. Verdammt dich. Ja, jetzt will ich gegen dich kämpfen, du Bitch. Hab ich, was? Ist mein Mau, mein Dingens Level abgegangen, oder? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ein Stahl-Psycho-Pokémon. Imbol, bist du 49, oder? Muss ich dich toppen? Nein, du bist 49. Ach, egal, das packst du auch. Ich hasse den. Ich hätte auch sogar einen Psycho-Pokémon. LOL! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Flammenwurf! Ach, ich liebe diese Attacke. Die ist so cool. Flammenwurf im neuen Spiel. Oh. Nein, nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Was soll das? Lichtlein, Bürde, nein, Bürde. Oder doch? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich versuch's mal, Inferno, bitte. Ja, Inferno hat geklappt. Boah. Ich hätte jetzt total. Ich wäre total aus dem Stuhl gefallen, wenn Inferno nicht geklappt hätte. Von Fifras. Also, oh mein Gott, das sieht aus wie. Wie. Halt, wie. Ein Ameisenbär. Mir ist gerade der Name entfallen. Schaufler? Ja? Gegenstoß. Klappt nicht, Schaufler wirkt. Ey, mein Lichtlein. Hä? Hat mein Lichtlein nicht Dingsschwebe? Lol. Blödes Lichtlein. Jetzt bin ich traurig. Dunkle Klaue! Oh. Oh gut. Noch einmal Würde! Mann, ich muss mir wirklich mal die Namen aufschreiben. Meine Fresse, das ist wirklich hier. Resella, das war doch. Du bist Resella, ja. L'Inferno! Energieballon, mein Lichtlein ist am Arsch. Tschüss, Lichtlein. Hat Spaß gemacht, dass du mal gekämpft hast. Drachen-Pokémon, los! Drachen-Pokémon, los, ja. Mhm. Los, Drachenklaue! Und es wirkt zur Hälfte. Wow, cool. Tristella, du bist ein Arsch. Du reiche Lady, du bist auch ein Arsch. Ich hätte die Schwertranz einmal setzen sollen und dann... Oder Drachenpolz, das wäre auch mal was gewesen. Keiner meiner Pokémon dürfte ein Level Up bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wo genau entlang. Ich glaube, ich gehe mal jetzt hier runter. Ah, hier ist wieder der Eingang. Hier sieht man doch die Ast-Trainerin. Aber ich bewege den Stein, dass ich dort weiterkommen kann. War es wohl hier richtig bei der Tusse? Ich hasse diese Tusse. Sie ist so reich. Immer bei den reichen Leuten links gehen. Oh, komm schon. Jetzt gehe ich nochmal zum Heiler schnell. Leute, ich will die Siegestraße jetzt hier durchmachen in dem Part und dann trainiere ich. Ich gehe schnell zum Heiler. Heile mich schnell und dann kämpfe ich gegen die Ersttrainerin und dann sind wir bestimmt schon in der Pokémon-Liga. Ja, ja, Schutz wirklich mir und trotzdem ist kein Pokémon aufgetaucht. Mysteriös! Und dann werde ich hier meine Pokémon trainieren oder irgendwo anders da. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Nein, nicht nochmal heim. Jetzt habe ich schon wieder so einen langen Part. Meine Fresse. Schutz. Kann man hier Fahrrad fahren? Dann muss ich Itemradar nicht benutzen. Kann ich bloß Itemradar? Oh cool, ich kann zwei Sachen gleichzeitig machen. Yay. Yeah. Oh, der Fahrrad ist so blöd.
Fahrrad, sorry. Ihr wisst, Russisch. Ich habe gesagt, das Fahrrad. Oder der Fahrrad, ich habe keine Ahnung. Oh, fast. Oder ich will gegen dich noch kämpfen. Komm her, du Astrinerin! Na, was hast du mir zu sagen? Na, du wirst verlieren. Nein, du wirst verlieren, Bitch. Ja. Müssen alle Astrinerinnen meine ihre Hintern zeigen, wo ich genau hingucke. Oh. Imbol ist noch auf erster Stelle. Das ist doch hier nicht zu fassen. Bullet! Flammenwurf und dann ist das Vigimako. Vigichitafack. Und du hast bestimmt alle drei Affen-Pokémon, gell? Aua, aua, Samenbombe, du! Ich glaube, ein Brandstempel reicht und du bist tot! Samenbombe schon wieder! Oh, Leute! Wie mir gerade auf den Keks geht. Oh, eigentlich tot. Und du setzt so da Cheetah ein. Okay, da setze ich mein Kabel ein. Kabel! Los! Meine Fresse! Leute, dieser Part ist so spannend. Ich will diese Straße durchpacken und dann ist es vorbei. Und dann Pokémon Training Time. Ladestrahl! Bläh. Bläh. Oh nein, das schaut wirklich so ganz. Ist ja noch Käfer dazu. Oh, ah, Punkt, Punkt, Punkt! Schlitzer! Du hast lieber eine Wasserattacke gegen mich einsetzen sollen, aber was machst du? Du machst gar nichts. Und jetzt hat mein Kabel 51 Level abbekommen. Oh, Grillcheater, ja, da habe ich eine Lösung. Setz mir Wasser ein und jetzt hat noch immer Glück sein. Ich muss Imbol tauschen. Ich bin so blöd und vergiss es. Und vergesst es. Das ist schon meine Fresse, ich bin so blöd. Na, Grillcheater, wie geht's dir so? Ich setz Surfer gegen dich ein und du bist Funkenflug. Ah. Blöd, Mann. Hier, Wasser für dich. Schönen guten, guten Dingens halt. Ich hab den jetzt vergessen. Na, schön hast gemacht worden. Ah, nein, meine Pokémon. Ich hab die Pokémon-Höhle überflutet und ich will jetzt mal meine Pokémon tauschen. Hier, Tausch. Bullet. Item. Nehmen. Item. Geben. Glücksei. Wo ist Glücksei? Oh, wieso mache ich auf zurück? Und die Status wollte ich jetzt nicht wissen. Ach ja, Bericht. So, er hat Bullet-Glücksei. Jetzt ist Kabel auf Level 50. Das ist doch... Oh, ein Item. Dankeschön! Ich habe Top Gaming Song gefunden. Oh, was so... Oh, Leute, ich bin verwirrt. Ich steig vom Fahrrad. Laufe ich lieber. Oh Mann, wo muss ich hin? Ich bin verwirrt. Na, oh. Erster ist ja falsch. Da kam ich ja her. Offiziell Verwirrung pur. Ui, okay. Gehen wir mal nochmal hier rein. Hier geht's hier wieder runter. Oh, oh, geht auch wieder hoch. Ich glaube, hier war ich doch schon bei der TOS. Oder mal sehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Nein. Das ist ja voll die coole Siegestraße, muss man echt sagen. Echt endgeile Siegestraße. Echt. Habe ich mir noch gedacht. Du. Hast du auch eine zweite Entwicklung? Ich habe keine Ahnung. Sieht cool aus, aber ich will dich nicht. Ich habe schon ein Feuer-Pokémon, das ist mein Bullet. Bullet ist cooler als du. Gehen wir nochmal hier rein. Oh. Ah, ich glaube, ich habe die Idee meiner Idee. Ja, ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, jetzt gehen wir mal hier. Oh, fast. Aha. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ein Versuch ist sicher wert. Oh nein, da kommen wir noch zum anderen. Oh, hallo, ich will hier wie beim letzten Part einen langen Part machen hier. Ich bin verwirrt. Ich bin offiziell verwirrt.
Nein. Ach, gehen wir mal ganz wieder runter. Gehen wir mal wieder ganz runter. Gehen wir wieder hier entlang, da rein. Hätte ich was irgendwas übersehen? Ach ja, stimmt. Leute, wenn ihr mich hier verarschen wollt, das habt ihr geschafft. Die Abhänge in der Siegestraße kann man hinunterrutschen. Nein, da unten war ich doch schon. Da ist doch wieder der Anfang. Oh, ich bin verwirrt. Und ich mache schon wieder so einen langen Part. Aber ich will die Siegestraße jetzt durchhaben, also. Blöde Tosse, geh mal weg. Ich glaube, ich habe jetzt alle Trainer hier besiegt. Mal sehen, mal sehen. Vielleicht hier irgendwas? Nein. Oh, guck mal, hier kann man runter. Ui, ein Item. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, richtig. Verhöhner. Brauche ich nicht. Ist scheiße. Ist schön, die Attacke, aber trotzdem nicht mein Ding. Ich bin wieder... war das schon immer hier? Lol. War das schon immer hier? Leute, ich bin verwirrt. Oh, hier war ich schon. Da oben war ja ein Item. Ja, den Weg dort hinten haben wir noch nicht mal ausprobiert. Aha. Nein, hier waren wir auch schon. Ich fress gleich einen Besen. Der wird bestimmt gut schmecken. Und wenn nicht, dann nicht. Ich bin offiziell verwirrt. Oh, Leute. Ich mach schon wieder so einen langen Part. Ich gehe mal wieder ganz nach oben. Ganz nach oben. Oh, Beutel. Ich brauche meine ganzen Topschutz. Und ich mache schon wieder so einen langen Part. Das wollte ich jetzt nicht. Hier ist auch nichts. Ich muss doch... Leute. Schlagt mich. Da ist ja auch nicht viel. Ich glaube, ich gehe mal runter wieder. Aber ich bin doch wieder hier. Ich bin offiziell verwirrt. Die können mir bestimmt auch nichts sagen. Oder doch, ich weiß es jetzt nicht so genau, aber trotzdem. Ich will die jetzt nicht fragen. Oh, ich bin jetzt wieder bei dir gelandet. Ist hier irgendwo ein Weg? Nein. Hab ich den schon... War ich den hochgegangen? Okay, hier war 1, 2 oder... Alter, wollen die mich hier veräppeln? Ich war ja den hier noch nicht runtergerutscht, gell? Jetzt sieht man's doch. Und Bob, der Baumeister, steht da. Ich speichere mal sicherheitshalber ab, wenn ihm hier nicht gleich alles abkackt. Endlich kommen wir mal weiter. Und ich mache schon wieder so einen langen Part. Es tut mir leid, Leute, aber es muss sein. Und ich bin immer noch da. Ich kann mich so gut aufregen. Topschutz, los. Nein, ich gehe runter. Ich gehe. Oder? Komm, kämpfen wir noch gegen dich! Dass man hier alles mal seht. Zwei Pokémon, okay. Veteran hast du. Nee, das ist kein Pokémon. Das ist ein. Das war sein Name, Veteran, oder? Na, wie gefällt dir mein Bullet? Der Typ sagt ja gar nichts. Er ist mysteriös. Okay, im Bullet, du musst für den Bullet kämpfen! Weil er ja ein du hast halt ein Pokémon getauscht, gegen dass du es weiterentwickeln kannst. Wow, bist du cool. Nein, nicht sterben. Ich wollte gerade sagen, nicht sterben, Bullet. Wir sind gleich in der Pokémon-Liga, Bullet. Und dann kannst du dich freuen. Oh nein, der hat auch diese blöde Robustheit. Nein. Es tut mir leid, Bullet. Es tut mir echt leid. Das ist mir mal nicht kleiner. Der braucht auch ein bisschen Level-Up. Gegenstoß! Na, toll. Ne, nicht, ne? Yay! Level 49. Was ist das denn jetzt nochmal? Das ist bestimmt das Kampf-Pokémon. Nein, das bist du!
Nein, nicht Gegenstoß, ich wollte Dings einsetzen. Bürde. Gegenstoß ist so eine schwache Attacke, was soll das? Nicht sterben. Ich versuche mal mit Bürde. Oder mit Irrlicht hätte ich es besser jetzt machen sollen, aber nein. Ah, tschüss. Wir sind eh gleich da, Lichtlein. Es tut mir leid. Ah, Mann. Bodenlos. Du hast ja wohl keinen Schwebe, oder? Doch. Du gehst ja irgendwie. Du hast Beine. Erdbeben, versuchen wir. Nein, wieso hat dieses Pokémon Schwebe? Das ist unlogisch. Es geht auf den Boden. Es hat zwei Beine. Wie soll das denn fliegen können? What the hell going on over here? Schlitzer, und du bist tot. Endlich. Meine Fresse, Leute. Das ist so... Wir sind schon in der Pokémon-Liga und ich muss mache schon wieder so einen langen Part. Ich will die Siegestraße jetzt hier durch haben. Also, wirklich. Langer Part und fertig. Zwei Wege. Die führen bestimmt nicht nach Rom, bitte mit Tisch. Hier kann man bestimmt irgendwas holen. Aha, ich weiß schon, was es hier gibt, aber... Ah, guckt. Hier ist ein Pokémon drin, aber das fangen wir uns dann erst, wenn ich Special Parts gemacht habe. Und wieso kann er den kleinen Stein da nicht bewegen? Er ist zu klein. Und hier... Leute. Okay, jetzt gehen wir in die Pokémon-Liga. Oh, Pokémon-Liga. Und hier ist es. Pokémon-Liga. Aber erstmal gehe ich in den Pokémon Center, weil so sieht ein Pokémon Center in der Pokémon Liga aus. Ja, ich habe 47 Minuten und 37 Minuten schon aufgenommen, aber trotzdem, ich wollte die Pokémon Liga jetzt hier packen. Deshalb in die Pokémon Liga jetzt packen, aber ich werde erstmal trainieren. Also Leute, Training und dann seht ihr morgen oder übermorgen oder wann. Wo wir in die Pokémon Liga gehen und alle vier besiegen. Alle vier. Oh, hier speichere ich nochmal. Wie blöd bin ich? Mann, ich bin so voll aufgeregt. Wir sind schon in der Pokémon Liga und... Leute, wir sehen uns. Bye, bye.